Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Die Münchnerinnen von links nach rechts, die Wölfinnen wie gewohnt in den leuchtend grünen Jerseys. Das ist gleich dem am Ball, die interessante Außenverteidigerin. Jetzt die Kapitänin Kappes. Das war gleich schon mal eine erste Kostprobe, wie es laufen soll für die Gastgeberinnen. Schnelles, flaches Kurzpassspiel ist angesagt. Hermann, oh, das war gefährlich, direkt in die Füße des Gegners. Und jetzt der erste Tempoangriff der Wolfsburgerinnen. Kommt sie da zum Abschluss? Nein, kommt sie nicht. Ganz wichtig, diese Klärung. Schmied. Kreschler. Ja, unsauber in dem Fall. Und jetzt aufpassen, aufpassen, da kommt sie komplett frei durch. Und dann steht es 0:1. 19. Spielminute. Bisher sehr stark bei den Gästen. Der Pass zu ungenau und jetzt wieder die Konterchance, wenn sie es exzellent machen. Da ist viel Platz auf der linken Seite, weil dem vorne ist. Spurtet jetzt zurück und jetzt wieder LaMontana, die Torschützin. Allein auf weiter Flur, sechs Münchnerinnen gegen LaMontana. Die trinkt einen in den 16er, muss jetzt zurückspielen. Macht das eigentlich auch gut, aber keiner mitgelaufen. Gutes Pressing da im Zentrum. Gewinnen sie den Ball, das ist die Frage. Wolfsburg überspielt das Pressing, aber überragend. Und jetzt die nächste große Chance. LaMontana mit Tempo. LaMontana gegen Schmied. Nachschusschance und Schmied ist da. Ganz, ganz wichtig, dass die Torfrau hier zur Stelle ist. Hermann fasst sich mal ein Herz. Und der senkt sich da. Ganz, ganz langsam. Ganz, ganz langsam über das Tor der Wölfinnen. Und der Ball kommt über Umwege vielleicht mal an, aber Wolfsburg dann wieder dazwischen. Nochmal Reichmann. Reichmann mit dem Schuss an den Pfosten. Reichmann an den Pfosten. Größte Chance für die Frauen von Schöne. Ja, interessante Variante, da kommt Karl fast zum Abschluss und dann ist das Ding im Tor. Allerdings abgepfiffen. 70 Minuten jetzt rum, die letzten 20 brechen damit an nach Adam Riese. Es ist weiter ein enges Spiel, Bayern kommt dem. Ja, top, top, wie Karl den aus der Luft pflückt, dann der Schuss von Reichmann. Allerdings ungefährlich, direkt in die Arme der Gästekeeperin. Oh, jetzt aufpassen. Aufpassen, der zirkuliert Millimeter vorbei am Kasten. Wolfsburg nutzt die Räume. Und der hätte auch drin sein können. Kappes dazwischen, dann wieder der VfL dazwischen. Die Frauen aus Niedersachsen machen den Ball fest. Jetzt die eingewechselte Aruna. Zeig mal, was sie kann. Aruna, Aruna mit der hundertprozentigen Chance. Pfosten und dann das 2:0 für den VfL Wolfsburg. Die Entscheidung in dieser Partie. Ja, vielleicht nochmal die Schusschance jetzt und dann ist das Ding drin. Schwarz mit dem Treffer tief in der Nachspielzeit. Wolfsburg einmal unaufmerksam. Dann durch irgendeinen Abpraller kommt der Ball zu Schwarz und dann rappelt es im Karton. Beck chancenlos, schöner Schuss. Klar kommunizieren wird da reingeschrien. Ball kommt rein.
Und der streichelt tatsächlich die Latte, allerdings von außen. Und jetzt müsste doch tatsächlich hier der Schlusspfiff ertönen. Und so ist es. Der VfL Wolfsburg, die zweite Garde der Niedersachsen, gewinnt in München mit 2:1. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.